in einem Land vor unserer Zeit. Es war einmal auf dieser Erde, unter derselben Sonne, lange vor euch, vor den Affen und auch den Elefanten, vor dem Wolf, dem Bison, dem Wal, vor dem Mammut und dem Mastodon, zur Zeit der Dinosaurier. Es gab zwei Arten von Dinosauriern. Die einen hatten stumpfe Zähne und fraßen die Blätter von den Bäumen. Andere hatten scharfe Zähne zum Fleischfressen und die machten Jagd auf die Blattfresser. Dann begannen die Blätter plötzlich abzusterben. Die mächtigen Tiere, die die Erde beherrschen sollten, wurden in Wahrheit von den Blättern beherrscht. Auf der verzweifelten Suche nach Nahrung zogen einige Dinosaurierherden nach Westen und suchten das große Tal, das immer noch fruchtbar und grün war. Überleben war das Ziel dieser Wanderung.